Es gibt viele Arten, sich selbstständig zu machen. Eine Neugründung, aber auch der Kauf eines bestehenden Unternehmens. In diesem Video werde ich dir aufzeigen, wie die aktuelle Marktlage ist, aber auch worauf du achten solltest, wenn du vorhast, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern auch Fachberater für Unternehmensnachfolge. Und in dieser Ausbildung wurde ich darauf vorbereitet, Gründer, Unternehmer, Verkäufer dabei zu begleiten und darauf vorzubereiten, ihr Unternehmen entweder zu verkaufen oder ein Bestandsunternehmen zu kaufen. Und hierbei gibt es eine ganze Reihe von Themen, von Aspekten, die du beachten solltest. Aber zunächst schauen wir darauf, ob es überhaupt genügend Unternehmen gegenwärtig gibt, die du kaufen kannst. Gegenwärtig ist es so, dass in Deutschland über 3 Millionen Unternehmen angemeldet sind. Von diesen 3 Millionen wiederum sind 99,5%, also fast alle Unternehmen, klein- und mittelständische Unternehmen. Und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen werden in der Regel von Inhabern geführt. Und hier besteht für dich die Chance, auch diese Unternehmen zu erwerben, wenn der Inhaber in die Tage, also älter geworden ist oder einfach die Absicht hat, aus dem operativen Tagesgeschäft auszusteigen und seinen Altersruhesitz woanders zu verlegen. Und laut einer KfW-Studie ist es so, dass pro Jahr circa 200.000 Unternehmen einen Nachfolger suchen, also übergabebereit sind oder zumindest einen Nachfolger aktiv suchen. Und leider ist es häufig so, dass die Kinder der Unternehmer, sofern sie welche haben, gar nicht mehr so häufig interessiert sind, das Unternehmen der Eltern zu übernehmen. Und bis zum Jahr 2025 werden sogar 600.000 bis 800.000 Unternehmen an dem Punkt angekommen sein, einen Nachfolger zu suchen. Und wie bereits gesagt, sind es selten die Kinder. Allerdings ist die Situation zurzeit so, dass es wenig Menschen gibt, die tatsächlich auf der Suche sind, ein Bestandsunternehmen zu übernehmen. Das bedeutet, dass ca. 1/3 der Unternehmen sehr wahrscheinlich geschlossen werden müssen. Das heißt für dich allerdings als gute Nachricht so oder so eine gute Chance. Also entweder du suchst ein Unternehmen, was übergabefähig, übergabebereit ist und auch alle Voraussetzungen erfüllt, damit du das übernehmen kannst und du passenderweise auch die Voraussetzungen erfüllst. Oder die andere gute Nachricht ist, wenn 1/3 dieser Unternehmen, die übergabefähig sind, schließen muss, nun, dann werden Marktanteile frei, die dann andere Neugründer übernehmen können. Aber wenn du natürlich eine Neugründung mit einer Betriebsübernahme gegeneinander abwägst, ist natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ein bestehendes Unternehmen deinen Unternehmerlohn auch bezahlen wird und auch die entsprechenden Finanzierungskosten, also Zins und Tilgung zahlen wird, ist natürlich deutlich größer, als wenn du eine Neugründung machst, wo alles neu erschaffen werden muss. Firmenname, die Kundenbeziehung, der Standort, Produkte und Dienstleistungen, Marktzugangswege und Personal. All das muss natürlich in der Neugründung aufgestellt werden. Bei der Betriebsübernahme ist das vorhanden. Der größte Vorteil bei einer Betriebsübernahme ist natürlich, dass eine Vergangenheit vorhanden ist. Sprich also, wenn du dann zur Bank gehst, hast du nicht nur eine Planungsrechnung in der Zukunft, die zunächst eine gute, wohlgemeinte, wohlgeformte Idee ist, sondern du hast eine Vergangenheit. Das heißt also, wirtschaftliche Ergebnisse und Abschlusszahlen der letzten 3, 5, 10, 20 oder 30 Jahre. Und die Bank in der Regel kennt vielleicht auch schon das Unternehmen, betreut es und kennt auch die Zahlen, sodass die Finanzierung nach Prüfung deiner Person wesentlich leichter ist, als wenn du neben deiner Person auch noch eine Idee verkaufen musst, die ungewiss ist. Im letzten Teil des Videos werde ich dir nun aufzeigen, worauf du achten solltest, wenn du tatsächlich einen Betrieb übernehmen möchtest. Denn es gibt einige Punkte, die werden mit Sicherheit auf dich zukommen. So zum Beispiel die Kaufpreisidentifizierung. Auf der einen Seite gibt es eine Unternehmenswertberechnung. Das wird dir sicherlich der Verkäufer, der Übergeber vorlegen. Aber diese Unternehmensbewertung ist eine Richtschnur, eine Richtlinie, eine Empfehlung für den Verkäufer. Du bist eingeladen, aber auch von deiner Seite aus eine Unternehmensbewertung zu machen, weil du natürlich ein größeres Interesse hast, auch die Risiken, die Altlasten, die Gefahren, die tatsächlichen möglichen Überschüsse genauer abzubilden.
Also wirst du eines Tages mit dem Verkäufer am Tisch sitzen. Er hat einen Unternehmensberater, Steuerberater, vielleicht einen Rechtsanwalt und er hat eine Unternehmensbewertung von seiner Seite aus gemacht und die wird erfahrungsgemäß eher in einem höheren Segment liegen. Du wirst auf der anderen Seite eine zweite Bewertung machen und eher einen niedrigen Preis, Kaufpreis empfehlen und irgendwo gilt es dann hier an dieser Schnittfläche tatsächlich den Kaufpreis zu ermitteln. Und der wird irgendwo in der Mitte liegen zwischen deinem niedrigen Angebot und dem Hochkaufpreisangebot des Verkäufers. Worauf du dich auch vorbereiten solltest, ist, dass du genügend Eigenkapital mitbringst. Tatsächlich ist es so, dass du bei einer Betriebsübernahme vielleicht weniger Eigenkapital brauchst im Verhältnis zum Kaufpreis, als wenn du eine Neugründung machst. Bei einer Neugründung kann es sein, dass du zwischen 10 und deiner Gastronomie bis 50% Eigenkapital als Quote des gesamten Finanzierungsbedarfs abbilden musst. Wenn du eine Betriebsübernahme hast und dein Unternehmen kaufst für 500.000, 800.000 oder 1 Million und du musst dann 10 oder 20% als Eigenkapitalquote abbilden, dann können das mal schnell 100 oder 200.000 Euro sein. Vielleicht kannst du mit der Bank verhandeln und dich auf 10 oder 5% einigen oder du nimmst eigenkapitalähnliche Mittel hinzu, die dein eigenes Kapital möglicherweise verdoppeln. Auch Beteiligungen sind möglich. Letztendlich ist es aber so, du brauchst immer ein Mindestmaß auch an Eigenkapital, denn auch die entsprechenden Gebühren der Banken zur Finanzierung oder die Unternehmensbewertung durch einen Unternehmensberater, wie zum Beispiel der X-Group oder die steuerliche Vorberatung, all das wird am Anfang der Regel aus Eigenkapital abgebildet. Also sorge dafür, dass du mindestens 10% Eigenkapitalmittel auch aufbaust. Wenn du das Geld nicht hast, nun dann frage deine Freunde, Familie oder andere gute Bekannte, die entweder das Geld leihen oder als Investor mit einer kleinen Beteiligung in dein Unternehmen mit Partner werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den du achten solltest, ist die Übergabefähigkeit abzuprüfen. Was bedeutet das? Zunächst mal kann es sein, dass alles im Unternehmen, das du kaufen willst, auf den aktuellen Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer zugeschnitten ist. Das heißt, alles ist abhängig von ihm. Solch ein Unternehmen wirst du schwerlich gut übernehmen können oder so halten können, dass die gleichen Umsätze und Erträge erwirtschaftet werden. Hier ist also relevant, dass die Prozesse, die Kundenbeziehungen, die Mitarbeiterbeziehung, das Branding, alles auf das Unternehmen ausgerichtet ist und nicht auf die Person dahinter, die es einmal gegründet hat. Zur Übergabefähigkeit gehört aber noch ganz anderes zu prüfen, nämlich zum Beispiel versteckte Altlasten. Das können Steuern sein, das können, ob wenn es ein Grundstück, ein Standort gibt, vielleicht Umweltschäden sein. Es können aber Rückbaupflichten sein oder Pensionszusagen, also im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge zugesagten Altersvorsorgeleistung. Und es kann sein, dass diese Gelder entweder gar nicht in der Firma sind oder es kann sein, dass eine Lebensversicherung als Rückdeckungsversicherung abgeschlossen worden ist und statt 500.000 sind aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Zahlen nur 300.000 drin. Das bedeutet für dich ein sofortiges Finanzierungsrisiko von 200.000 Euro. Und wenn du dieses Risiko oder die anderen Altlasten nicht entdeckst, dann wirst du später aus eigener Tasche finanzieren müssen. Wenn du das nicht kannst, kann das ein Unternehmensschließungsgrund sein. Denn für viele Sachen, sowohl für Steuern als auch für betriebliche Altersvorsorge, Pensionszahlung, haftet der Unternehmer oder der geschäftsführende Gesellschafter persönlich. Wie du siehst also, ist dort eine große Chance gegeben, dass du das größere Risiko einer Neugründung nicht eingehen musst, weil generell in fast allen Branchen Unternehmen zum Verkauf stehen. Die sind gut eingeführt, dort gibt es einen großen Kundenstamm, es gibt lange Jahre zurück Umsätze und Gewinne und du kannst dort leichter deinen Unternehmerlohn entnehmen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Risiken und dafür gibt es dann nicht nur Rechtsanwälte und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, sondern auch Unternehmensberater, so wie hier bei der X-Group, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmenswerte zu ermitteln. Aber nicht nur den Unternehmenswert gilt es zu ermitteln, sondern auch die Risiken auszuschließen und was du brauchst, eine Person an deiner Seite, die dich begleitet bei dem gesamten Prozess. Und der kann gut und gerne mal 1 oder 2 Jahre dauern, bis tatsächlich das Unternehmen in deinen Eigentum, in deinen Besitz übergegangen ist und bis du tatsächlich auch der eingesetzte und herrschende Geschäftsführer bist.
Und da macht es Sinn, auch einen Unternehmensberater an deiner Seite zu haben, der dich als Mentor oder als Verhandlungsführer bei der Kaufpreisverhandlung auch begleitet und dass der letztendlich verhandelt und damit mehr zu deinem Vorteil möglicherweise agieren kann als du selbst. Also egal, ob du ein Unternehmen kaufen willst oder vielleicht hast du ein Unternehmen oder Beteiligung, die du verkaufen willst, du bist jetzt eingeladen, gerne kostenfrei Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt unter dem Video findest du einen Link für ein kostenfreies Erstgespräch und dort werden wir schauen und gemeinsam herausfinden, wie wir bei der X-Group dich begleiten können. Vergiss bitte aber jetzt nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen und gerne darfst du uns weiterempfehlen, denn davon leben wir. Ich wünsche nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.